Oktober 1953. Zu dieser Zeit hat man das beifußblättrige Traubenkraut, kurz Ragweed, das erste Mal in Oberösterreich gefunden und dokumentiert. 70 Jahre später breitet es sich besonders stark aus. Das Problem, die Pflanze ist giftig und problematisch für Allergiker. Allein in Europa leiden über 30 Millionen an einer Ragweed-Allergie, Tendenz steigend. Die Art wird deswegen mehr, weil durch den Klimawandel hat sie länger Zeit, sich zu reproduzieren im Herbst. Das heißt, beim Frost stirbt sie ab und wenn sie länger Zeit hat, kann sie mehr Samen ausbilden. Bis zu 60.000 pro Pflanze. Aktuell ist sie mitten in der Blühphase. Die dauert von Anfang August bis Ende September. Beliebte Standorte sind offene und warme Flächen, wie etwa Kiesgruben oder der Straßenrand. Das eine ist Licht, das zweite ist Wärme. Durch die Abstrahlung der Fahrbahn ist die Durchschnittstemperatur am Fahrbahnrand höher als überall anders in der Umgebung. Und das dritte ist nämlich der Faktor Wasser. Gerade im heurigen Jahr war es ja so, dass die Juni-Niederschläge, wissen alle Landwirte, nur so in kleinen Portionen mit 2 Liter oder so gefallen sind. Und am Fahrbahnrand multipliziert sich das, weil das Wasser natürlich abgeleitet wird nach außen. Außerdem ist das Kraut salztolerant, wächst dadurch am Straßenrand nahezu ohne Konkurrenz. Bis zu 1,80 Meter kann sie groß werden. Entdeckt man eine Pflanze im Garten, ist es am besten, sie auszureißen. Eine Pflanze, die noch nicht fruchtet, kann ich problemlos über den Kompost mehr oder weniger entsorgen. Und wenn sie einmal fruchtet, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dass ich sie in einen Platz lege, wo es zum Beispiel sehr finster ist. Sie braucht ja Licht zum Keimen. Das wäre zum Beispiel hier unter den Bäumen, wo es so stark finster ist. Da hat sie überhaupt keine Chance. Bei größeren Beständen hilft es, kurz vor der Blüte zu mähen. Dass das Traubenkraut auch in Oberösterreich weiterhin zunehmen wird, damit müsse man rechnen, so der Experte. Es wird natürlich ähnlich sein wie in den östlichen Bundesländern, wird es werden, obwohl man schon sieht, wie Bekämpfungsmaßnahmen auch greifen. Das heißt, wenn es an der Straße regelmäßig gemäht wird und so eine Sensibilisierung in der Bevölkerung ist, auch bei den Landwirten in den Kulturen, bremst man natürlich diesen Trend schon. Zumindest ein kleiner Trost für alle, die sich die nächsten Wochen noch durch die Pollensaison kämpfen müssen.